Welcome back beim Chromafan. Hier sieht man das Ergebnis auf der Etli von meiner Offline-Spielerei. Da sind wir jetzt ein Präriehuhn und ein Hasi. Ein Einsternhase, kann euch beruhigen. Ich habe immer noch keinen Dreistern. Verwest auf die Ed gefallen, weil ich hier irgendwo übernachtet habe. Und warum bin ich hier unten? Ich zeige euch das mal kurz auf der Karte. Ich bin jetzt... Hier oben ist es Camp. Da sind noch so verschiedene Missionen. Hier hinten ist der Maika zu befreien. Hier unten ist der Javier Esquilla. Da ist der Reverend Swanson. Und da im Lager ist noch der, der Leopold Strauss, die Missionen. So, warum bin ich jetzt hier unten? Ich war auf dem Weg zum Hehler. Einmal hier hinten bei der Emerald Ranch. Dann bin ich hier runter, weil hier die Wege alle noch nicht so richtig erkundet waren. Habe ich mir das hier mal angeguckt, habe bei Hase gejagt. Und auch dieses Präriehuhn. Dann habe ich unterwegs, waren Limoneräuber, die haben eine Kutsche überfallen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann hier unten auch nochmal beim Hehler und beim Schlachter. Und ich reite hier rum. Und was entdecke ich? Tada. Ich reite mal ganz langsam drauf zu. Sieht aus wie in Amerika, diese Präsidentenfelse da. Warum zeige ich euch das? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich habe beim Flaco Hernandez eine Schatzkarte gefunden. Zeige ich euch jetzt gerade mal kurz. Die ist ja hier irgendwo im Inventar. Schatzkarte, da ist sie. Und zwar diese Giftfahrtkarte. Wenn ich die jetzt aufklappe, seht man diesen Berg mit diesem Gesicht. Dann ist ein Baum ohne Äste, ohne Blattwerk. Und an dem vorbei und dann irgendwo am anderen Baum ist ein Loch. Gerade mal weglegen wieder. So, und was man sieht von hier, ist einmal dieser Gesichtsfelse und dieser Baumstumpf. Ich bin hier eben vorhin den Weg hier hochgerittet. Denke ich, da oben, das sieht aber merkwürdig aus. Sieht ja aus wie ein Gesicht. Und dann ist mir es eingefallen. Huch, ich habe hier noch einen Schatzkart an Bord. Da war ja irgendwas mit so einem Gesichtsfelse. Also ich finde, der sieht richtig geil aus, wenn man das so sagen darf. Richtig cool gemacht. Sind sogar zwei Gesichter, könnte man meinen. Ja. Gut, so. Jetzt geht's auf Schatzjagd. Also, hier ist dieser abgestorbene Baum. Und jetzt muss ich hier an dem irgendwie vorbei. Und dann wäre in irgendeinem anderen Baum ist anscheinend irgendwo ein Loch. Da unten ist schon mal einer. Den gehe ich jetzt mal zuerst gucken. Da ist ja dann irgendwo ein Loch. Wo dann irgendwas Schatz drin liegt. Da ballert schon wieder jemand. Ja, überfallen worden bin ich. Ach, unterwegs schon wieder mal. Also hier sehe ich jetzt nichts von einem Loch. Also muss ich dann doch weiter. Dann muss hier anscheinend irgendwo ein Baum stehen. Wo es was zu finden gibt. Genau, rede ich. Hau mal ab. Also schnauft schon wieder. Sind wahrscheinlich immer noch die Nachwehe von der Sauftour mit dem Lenny. So, dann haben wir hier unten noch einen dicken Baum. Irgendwo muss hier doch hier was sein. Hm. Guck nochmal schnell auf die Karte, wie spät das ist. Schatzkarte, Giftfahrtkarte. Kann man da was erkennen, wie weit ich da dran vorbei muss? Das ist auch ein Baumstumpf. Wo soll der dann sein? Bin ich jetzt schon dran vorbeigerannt? Moment. Moment. Was ist das Ding hier? Tatsache, da ist was. Komm dann da jetzt raus. Dokument untersuchen. Giftfahrtkarte 2. Schatzsuche. Halte F1 gedrückt. Was kommt dann da jetzt als erstes? Giftfahrtkarte. Die erste Karte führt zu einem Hügel. Westlich von Ringdrink Creek, wo du die zweite Karte findest, die im Hohlraum eines alten verfallenen Baumstumpfs versteckt war. Danke, habe ich gefunden jetzt. Entdecker freigeschaltet, finde einen Schatz. Moment.
Das müsste jetzt unter Fortschritt sein. Herausforderungen. Entdecker. Jo. Entdecker 3. Also 1 und 2 habe ich. So, cool, gefunden. Also, was war das jetzt? Giftpfad, Karte 2 oder wie? Was ich da jetzt gefunden habe. Huch. Giftpfad, Karte 2. Zeigt einen Orientierungspunkt und andere Hinweise, mit denen du einen Schatz finden kannst. Ja, auch weiter geht's. Ach je. So, das links sieht schon mal aus wie eine Schlange. Hä, und das. Hä, versteh ich das richtig? Ein Steinhaufe? Moment, da ist irgendwo eine Schlange in der Erde drin. Mit einem Steinhaufe drauf oder so. Und da ist anscheinend irgendwo ein Loch und da ist es. Da geht es anscheinend weiter, okay? Tja, wo das jetzt wieder sein soll, wird, ist. Keine Ahnung. Okay. Gut. Renne ich mal schnell so mal ein Pfädchen. Also hier der Felsen, der ist ja echt. Cool, ganz normale Felsen. Von oben sieht man gar nichts vom Gesicht. Aber halt von der Seite. Ich muss mal gucken von vorne. Wie der von vorne aussieht. Komm ich hier runter? Das ist ganz schön steil. Ich will mich einfach wieder aufs Maul legen. So, jetzt gucke ich mir den nochmal von vorne an. Ja. Hat was. Komm mal hier rüber. Cool. Sieht hier schon irgendwie geil aus, finde ich. Hat was. Jetzt gucke ich mir das Ganze von der anderen Seite nochmal an. Da ist es nicht so klar zu erkennen. Da hatte ich ja echt Dussel gehabt. Ein Hasi. Zwei Sterne, Eselhase brauchen wir nicht. Also von hier sieht es ja nicht so scharf nach dem Gesicht aus. Aber von der anderen Seite auf jeden Fall. So, cool. Wo bin ich? Ich bin hier ohne Mitte. Ah, jetzt steht auch da was. Face Rock habe ich entdeckt. Okay. Das stand nämlich ewig doch noch nicht auf der Karte. Geradeaus gibt's Hase, Sase. Könnt ihr mal Glück nochmal probieren, ne? Eng so ein Vieh finden. So ein Drei-Stern. Das ist noch. Das Zielfernrohr ist noch von dem Überfall. Von den Limone-Räuber. Da hatte ich fälschlicherweise erst mit dem Bamint-Gewehr geschossen und habe mich gewundert, warum die Typen nicht umfallen. Dann auf einmal war es klar. Kleinkaliber-Munition. Haut so schnell niemand um. So. Immer da, wo Tiere markiert sind, finde ich keinen. Das sind alles diese Rehböcke da. Hier soll es irgendwo Hase geben. Hier ist alles voll mit Reh oder Weißwedel, Hochbock oder wie die heißen. Aber Hase. Hey, mister, that's one nice looking horse you got there. How about we see how fast it is? Wieder ein Rennen, okay. Moment. Lass mal mein Waff wegpacken. Was nach Caligal Hall? Na klar. Ja, why not? Ready? Let's go. Ladies first, hätte ich gesagt. Bleibt die Asche wieder stehen? Was die immer von einem Rolle doch. Das fordern sie einem raus zum Rennen und dann bleiben sie irgendwie wieder auf dem Gas stehen. Egal, ich steige jetzt da hin. Ich hoffe, ich falle nicht wieder vom Pferd irgendwo unterwegs. Der fällt ein Po oder wie? Ja, super. Die Orientierung ist alles. Will you clear out?
Pferde, haben wir hier. Boah, ich muss denn hier im Weg überhaupt, ey. Nicht wieder vom Pferdwaller an die. So. Das gefällt mir doch schon wieder besser. Der ist mir noch auf der Ferse. Okay, ich war abkürzen. Illegal Hall, was ist das? Das ist doch jetzt hier. Ach, irgendwo doch. Das ist doch der Riesenbauer drunter, oder? Was passiert denn eigentlich, wenn ich so ein Rennen gewinne? Ja. Kann ich mich jetzt auch noch nicht. Gut, tschüss, klar. I'm surprised I won, honestly. Ja, und jetzt? Kohle? Darn it! Damn horse acting up on me, of all the times. Damn, that hurt. Be safe out there. Hey, Kohle, ich habe Rennen gewonnen. Da geht's normal immer um Kohle. Na, aber eben stand irgendwas mit, ob du hast die Fähigkeit erlernt, okay, mit dem Pferd schneller Befundenheit aufzubauen. Na gut, da hat sie wenigstens ein bisschen was gebracht. So, jetzt habe ich gerade gesehen, im Adörche, der hatte Hüngerken. Wo ist denn das Kleinwild? Da, Wildvogelfleisch, jawohl, da habe ich nämlich auch genug davon. Gibt's jetzt immer was? Paddy kriegt auch was, das sieht aber noch gut aus. Ne, doch, jetzt. Und eben unterwegs habe ich gesehen, jawohl, gestriegelt, man müsste Armor. Klar, Renne gewonnen, wärst du verwöhnt. Rabbit Food. So, jetzt kann ich anscheinend mit anderen Pferden die Verbundenheit schneller aufbauen. Oh, hat auch was. Okay, my girl. So, so geht das hier. Eigentlich wollte ich irgendwo ein Haas jagen. Wieder mal, aber kam wieder mal so ein Rennen dazwischen. So, jetzt mache ich mich wieder ab auf den Rückweg ins Camp, weil ich habe jetzt meinen ganzen Kram hier bei der Helas verkauft, außer mein Goldbarre. Dann war noch ein Limone-Räuber. Nein, ach, da hatte ich noch einen big schwere Unfall zwischendurch. Bin ich mit dem anderen zusammengekracht mit dem Pferd. Der hat ja tatsächlich einen Goldnugget in der Tasche gehabt, in seiner Satteltasche. Jetzt ist es in meiner Satteltasche. Weil der hat den Unfall nicht überlebt. Hier der Rabbit Food und ich, wir haben den Unfall ganz klar überlebt. Gar kein Problem. Wir sind so zwei Hatte. So, jetzt hätte ich gesagt, ich reite mal zurück ins Camp. Und dann werde ich mich mal an die andere Missionen dran machen, weil diese Schatzkarte ist cool, dass ich jetzt eine zweite gefunden habe. Aber ich wüsste jetzt echt nicht, wo das sein soll. Das, so ein Ding habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Also muss ich noch weiterhin die Lande durchstreifen und die Augen aufhalten. Nach dieser Schlange, Steinhügel, keine Ahnung, was das sein soll. Um dann dort den nächsten Schatz zu finden. Es wäre ja cool, wenn ich nicht immer eine Schatzkanne finde. Es wäre ja auch mal irgendwann cool, wenn ich mal einen ganzen Schatz finde. So Goldbarre, Schmuckbeutel, Kohle. Oh, böses. Was geht dann hier schon wieder ab? Nehmen wir schon mal meinen. Ach nee, hier die Doppelläufe sind. Die war viel zu arg cool. Das sind Sträflinge. What's coming, don't they? So, das ist aber gerade Schluss mit lustig hier. Was habt ihr denn da mit denen Beamten da gemacht? Das geht ja wohl mal gar nicht. So, Ausraube. Ausraube ist wahrscheinlich nicht. Yep.
Schade, na gut, ein Sträfling. Was soll der groß dabei haben, gell? Aber ich denke mal, die Bewacher, die müsste was dabei haben, ne? Da liegt eine Blinde. Amerikanischer Ginseng. Den nehme ich mir mal als erstes. Ganz wichtig, den findet man nämlich nicht so oft hier in der Lande. Und jetzt mache ich mir mal schnell die Karte auf. Und setze mir mal... eine Markierung. Dass ich hier ein Ginseng gefunden habe. So, der hat auch nichts dabei. Ja, Sträfling. Aber hier der Bewacher, der hat auch bestimmt was dabei, oder? $1,79. Bisschen Munition. Wundertonikum. Repetiergewehr, Munition. Revolver, Munition. Leber, gut. Hätte ich gar nicht auf. Wie haut der Fuchs ab? 41 Cent, das war jetzt nicht so. Starkes Wundertonikum, das hat sich gelohnt. So, mein Teddy ist Achtung. Nix wie weg hier. Hätte man natürlich jetzt die Kutschnachtralle von denen, gell? Die steht doch hier nicht ganz unbewacht. Mach ich auch. Dann fahr ich die mal zum Hehler und verkauf die mal. Wenn er sie nimmt, das ist natürlich jetzt die andere Sache. So. Nein, der Weg ist jetzt leider schon wieder veraltet. Alles klar, ich sehe gerade, hier ist normal, bei dem Hehler ist normal immer so ein Kutscherad. Wenn ich die Kutsche da abgeben kann, ist das so ein Kutscherad. Und das ist jetzt nicht der Fall. Also, die Sträflingskutsche nimmt er nicht. Also hat sich das gerade wieder erledigt. Lass ich die hier stehen und hau schnell ab. Bevor noch irgendeiner denkt, ich wäre es wieder gewesen. Ja. So, Abmarsch. Und dann sind wir auch am Ende der Folge. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr hier so zahlreich mit dabei seid und guckt. Ich freue mich auch über die vielen neuen Abonnenten. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir alle ein Abo da lasst. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder irgendwo im Camp mit einer neuen Mission, hätte ich gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Däumchen nicht vergessen.